Hey Leute, wir spielen heute wieder eine Runde Overwatch. Und ja, Zaya habe ich lange nicht mehr gespielt, deswegen spiele ich mal wieder eine Quickplay-Runde mit Zaya. Und da wurde mein Schild schon richtig fett geboostet. Finde ich gut, dass der Affe da vorne gestorben ist. Finde ich natürlich sehr, sehr nice. Hätte aber vielleicht ein bisschen vorher sterben können, damit mein Schild noch voll ausgenutzt werden könnte. So, hier noch ein bisschen Roadhog retten. Warte, hier, Roadhog retten, perfekt. Und dabei den Roadhog, ja genau. Also Junkrat retten und Roadhog töten, wollte ich sagen. Perfekt. Und hat auch geklappt. Und 66 Ladung Prozent. Da will ich natürlich hier jemanden auch töten mit meiner coolen Ladung. Weil leider fliehen die gerade alle. Deswegen, schade, schade, kann ich meine Ladung nicht benutzen. Nicht so wirklich jedenfalls. Ach, schade, ja. Und jetzt ist die schon weg. Dann cruise ich mir mal hoch. Bei diesem coolen Shortcut, den ich gerade verkackt habe. So, hier noch Anti-Snipe-Dings machen. Okay, ich dachte, ich werde jetzt abgesniped oder irgendwie. Er wollte mich die Widowmaker nicht abschießen. Finde ich natürlich nicht so nice. So, da ist Widowmaker. Weiß nicht, ob ich bekomme. Okay, wurde von Genji schon belästigt. Finde ich gut. So, was macht Mercy denn die ganze Zeit hier? Ach Mensch, ey, Mercy, sag doch was. Mensch, ey. Naja, weil die Mercy jetzt nichts gesagt hat, ist jetzt natürlich gestorben. Finde ich nicht so gut. Und, aha, was machen die jetzt? Ja, kriegen wir den Punkt vielleicht noch? Ja, wir haben den Punkt noch, zum Glück. Ich dachte schon, das wäre jetzt das aus mit dem Punkt, aber zum Glück hatten wir Glück. Okay, dann schade, ich wollte gerade das Geschütz von Torbjörn beschützen, weil es jetzt nicht so gut funktioniert. Aber, warte, hier, Junkrat. Schön hier schienen, finde ich gut. So, und da oben ist der Roadhog. Mal sehen, ob ich den... Oh, Reaper. Random Reaper hier am Werken. Ah, schade, der konnte fliehen. Leider, aber vielleicht kriege ich den noch... Nein. Oh, nice, ich konnte auch mein Schild noch benutzen, aber... So knapp, zum Glück werde ich geheilt. Wir haben eine Healerin, eine gute. Und ja, nice, der Roadhog ist auch gestorben. Das war irgendwo das Ende, deswegen finde ich nicht so gut. Aber der ist auch schon down. Nice, ey. So, hier ist noch ein Genji, den ich töten könnte, wenn ich... Ah, schade, der konnte leider fliehen. Das ist eine gute Maker, finde ich gut. Aber hier hat irgendwas im Visier, finde ich nicht so gut. Ich finde das nicht gut, wenn jemand etwas... Ah, nee, ich glaube, wir haben das nicht, oder? Also ich kann den Genji noch schieden. Oh, wir haben das doch, glaube ich, noch, oder? Ja, noch haben wir den Punkt. Da ist jetzt nur noch Zenyatta drauf und der kann ja nicht viel machen alleine. Perfekt. Da oben ist wieder ein Reaper, der von Genji direkt verfolgt wird. Finde ich lustig. So, Reaper, komm mal, mach mal irgendwas. Ah, ja, Reaper ist down. Nice. Wir machen das gerade ganz gut. Wir halten den Punkt gerade ganz gut hoch. Hier ist wieder ein Genji am Werkeln. Ja, Genji will meinen Streifer reflecken. Lustiger Typ. Und da ist er weg. Perfekt. Dann. Ah, ich wollte eigentlich die Widowmaker hier treffen. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, oder? Habe ich die getroffen? Huch, was machen die denn hier? Hallo. Da wollte Roadhog echt eiskalt einfach irgendwas dingsen. Jetzt muss ich hier schnell um die Ecke hier gehen. Ohne Healer können wir jetzt nicht so viel... wir haben keine große Chance, hier das noch zu bekommen. Gib mal weg hier. Ich will doch überleben. Nein. Okay, die haben den Punkt, oder? Oder Genji macht wieder so einen coolen Move. Ah, macht er. Komm schon. Kriegt der Genji das hin? Ja, der kriegt das ordentlich hin, würde ich sagen. Oh, jetzt ist er gestorben. Also, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Schade. Ja gut, dann haben wir den Punkt wohl leider verloren, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass wir den noch bekommen. Nee, bekommen wir nicht. Na gut, dann nehmen wir wohl den Punkt hier jetzt mal ein. Ja, den da hinten könnte ich noch helfen, wenn der hier mal ankommen will. Schieden? Nee. Der wollte lieber sterben, meinetwegen. Dann bleiben wir mal direkt hier bei einem Punkt hier. Meine Ultimate konnte ich auch noch nicht verwenden. Kann ich ja mit jemand anderem kombinieren. Hoch. Da kommen die schon direkt an. Gestürmt. Na gut, dann versuche ich mal hier ein bisschen Dämmschreien zu hauen. Oh nein, den wollte ich eigentlich schieden. Hat jetzt auch nicht so ganz funktioniert. So, wo sind die Heals? Da kommt Healing. Das Healing. Den Healing. Perfekt. So, ja, dann müssen wir noch ein bisschen auf die Gegner warten. Die sollten ja gleich wieder kommen, die Gegner. Komm schon, Gegner. Komm. So, Genji ein bisschen schieden. Ja, okay. Ja, Reaper, will er nicht auf mich schießen? Nee, wollte er nicht. Natürlich hier mal den Roadhog, weil er mich irgendwie... Oh, Roadhog wurde weggestoßen. Finde ich nicht gut. Warte, hier. Nice, den Affen konnte ich noch ein bisschen schieden. Und mein Ultimate ist immer noch ready. Könnte ich gleich wieder benutzen. Wenn Mercy jetzt nicht wieder sterben würde. Okay, hier, Reaper. Ah, der fällt gleich hier runter einfach so. Finde ich so gut. Okay, der benutzt gleich seine Ultimate. Wahrscheinlich. Komm schon, ich krieg dich.
Ja, los, los, los. Warte, der ist hier immer noch. Komm schon. Oh. Kann der mal aufhören hier um die... Oh. Na gut, dann fliegt... Ach, fliegt jetzt doch nicht, oder was? Oh, egal. Der ist jetzt tot. Happy End, würde ich sagen. Ah, das war nervig. Aber zum Glück hatte Torben sein Geschütz hier schön stehen mit seiner Ultimate. Alles ganz paletti. Perfekt, da ist nur Mercy jetzt gestorben. Die wollte ich eigentlich noch schienen. Hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Sonst wäre die ja nicht gestorben. Okay, Roadhog verfehlt mal wieder seine Hook. Der ist wohl nicht so gut im Hooken. Nicht so gut wie ich. Perfekt, und da kommt der Affe im Rage-Mode. Kommt der Affe vielleicht noch? Affe. Als wenn Roadhog gegen den Affen ankommen würde. Ich spam gerade übrigens eh. Perfekt. Immerhin habe ich jetzt mein Schild benutzen können. Hat jetzt nicht so viel, nicht so gut funktioniert, aber... Ach so, ich dachte, ich töte jetzt noch Roadhog dadurch. Hat jetzt auch nicht so funktioniert. Meinetwegen. Warte, hier kommt ein Reaper wieder angeflogen. Weiß jetzt nicht, was der wieder hier will. Aber erstmal hier... Oh, Genji, hallo. Ja, nice, Reaper ist tot. Und wieso wird der Affe wieder belebt? Keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, den Affen hätte ich jetzt nicht wieder belebt. So, ich benutze meine Ultimate damit. Na schade, die wurden alle hier von sehr netter Galei gerettet. Aber ich habe alle gut eingekesselt und Genji hätte sogar die auch benutzen können. Huch, was macht der denn da? Ich habe mich gerade gekratzt. Dorftyp. Und hinter mir war noch ein Senator, der hat mich leider jetzt getötet. So, Genji hat immer noch seine Ultimate. Das heißt, ihr könnt die immer noch benutzen. Ja, komm, komm. Ja, ja, ja. Macht der, glaube ich, machen wir, glaube ich, gerade ganz gut, oder? Nee, machen wir nicht. Wieso ist niemand zum Punkt gegangen? Ich dachte, wir hätten den. Da war doch niemand drauf. Na gut, das... Ja, nee, da waren ein paar Leute drauf, schon drauf. Schade, schade. Ja, gut. Haben wir wohl verloren. Player of the Game hat wer? Der Junkrat? War es unser? Ich glaube, ja. Was hat er denn so gemacht? Ah, der hat dann am Anfang ein paar Leute getötet. Langweilig. Ein paar Leute töten kann ja jeder. Ja. Sein Ultimate hat er nicht benutzt. Immerhin. Immerhin so. Und 4 Gold mit der Genji. Nice, nice. Habe ich auch gemerkt, dass er ganz ordentlich gespielt hat. Fand ich ganz gut. So, als nächstes spiele ich mal Roadhog. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass diese Woche schon die Roadhog-Changes rauskommen. Aber solange der noch so stark ist, spiele ich den, würde ich sagen, spiele ich den noch. Und ich bin schon direkt fast gestorben. Mensch, ey, wie soll das erst aussehen, wenn der auch noch genervt wird, der Roadhog? Dann kann er rein gar nichts mehr machen. Okay, jetzt sei ja, die kommt gleich und... Ah, schade, Hook verfehlt, leider. Das heißt, schnell um die Ecke und mich heilen. Und dann können wir wieder weiter loslegen. Okay, Lucio hängt nur noch ein bisschen rum. Könnte ich vielleicht ein bisschen Damage noch? Habe ich weggestoßen. Okay, Ferph gegen Ferph kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Okay, das wäre jetzt doof. Da wurde ich leider als erstes gehookt. Das ist natürlich doof. Oh, mehr kriegen... Ja, den ersten Punkt haben wir, glaube ich, elegant schon verloren. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die Gegner immer so gut sind. Aber... Ach... Die Gegner haben auch so ein Vierer-Team. Was soll man dagegen denn machen? Die sprechen sich wahrscheinlich auch alle so richtig fett ab und so. Und dann sind wir hier 6 random Leute, die noch nie etwas zu tun hatten miteinander. Das ist schon ein Unterschied. Da kann man, glaube ich, auch nicht viel gegen machen. Ja, Mist. Nee, haben wir leider verloren. So. Und wupp. Dann haben wir den Punkt leider verloren. Schade, schade. Das kriegen wir noch hin, glaube ich. Ja, Hanzo benutzt immer sein Ultimate, oder verschwendet sie eher. Huch, ach nee, willst du mich verarschen? Gerade wo ich Saya gehuckt habe, kommt der Roadhog nochmal an. Na gut, ich muss meinen Helden wechseln. Ich glaube, das wird nichts mit den, mit Roadhog gegen Roadhog, wenn der gegnerische Roadhog so gut ist. Dann muss ich wohl D.Va mal spielen. Also, was gibt's hier denn so? Da, Mei, nein. Okay, Mei wurde getötet fast. Huch, wo ist, oh nein, Scatter Arrow. Ich habe mich schon gewundert, hä, wie ist der gestorben? Dann habe ich das Scatter Arrow Symbol da gesehen. Und dann wusste ich's. Das Roadhog, der hookt mich gleich wahrscheinlich. Der hookt nämlich gerne Leute, habe ich gehört. So, ich kann ja mal den Hanzo hier nerven. Das fand ich jetzt nicht so nice von Roadhog. Okay, was macht der Roadhog jetzt schon wieder? Der Roadhog ist viel zu gut mal wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die Gegner gerade so gut sind. Ich weiß wieso. Weil die zwei... Der Roadhog ist zwar gut, aber Lucio und Mei sind gerade erst in der, sind ziemlich low level. Ist auch nicht. Sind wahrscheinlich alles Murph-Accounts oder so. Ist auch egal. Hier, Saya töten, easy peasy. Wir haben die Fahrt unter Kontrolle, zum Glück. 2 Meter vor dem Checkpoint, das war schon ziemlich knapp.
So, wo ist Farrah? Wo ist Farrah? Da oben ist Farrah. Irgendwo. Farrah. Komm mal her, Farrah. Ich töte dich mal eben, Farrah. Weg ist Farrah. Perfekt. Wo ist May? Hier ist May. Nein, ich... Oh, ich bin eingefroren. Dann geh einfach weg, May. Ich hasse dich, May. Geh weg, ey. Geh sterben, May. May, May, einfach weg, May. May wollte nicht einfach weggehen, leider. Schade, schade. Huch. Hat aber... Oh, doch, ist gestorben. Perfekt. Hat also geklappt. Nochmal. So, da kommt wieder Farrah an. Will jetzt natürlich Rache ausüben. Aber deswegen lande ich schon mal hier. Hier ist schon Farrah. Perfekt. Ja, ja, ja. Da bringt es auch nicht, dass sie fliegen kann, ne? Denn ich bin ziemlich... Oh, die ist gleich low. Down, down, down. Ich krieg die nicht. Da ist sie. Perfekt. Huh. Nein, May. Nein, 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 nein. Ich kann nicht fliegen. Oh, wo, oh, wo? Oh. Okay, ich konnte fliehen. Ich konnte gerade so fliehen. Und Zaya kann ich auch noch töten. Eben schnell. So nice, ey. Und Roadhog. Roadhog ist einer der guten Gegner. Das heißt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber hier alleine kann der auch nichts machen. Perfekt. Wir haben immer noch die Fracht unter Kontrolle. Wir sind ein bisschen... Ah, hier ist die Fracht. Perfekt. Also hier sehen wir die auch, wenn hier jemand kommt. Mhm, mhm. Ich warte hier mal jetzt auf die Gegner, bis sie kommen. Farrah nervt da schon wieder rum. Ich gehe mal in die Luft und... warte. Wo ist Farrah? Da ist Farrah. Die wollte ich töten. Ja, komm mal her, Farrah. Ich bin ja wohl der Einzige, der Farrah töten kann. So, und May kann ich auch noch töten. Doppelkill, ja, ja, ja. Ist nicht mein Doppelkill gewesen, aber Zaya kann ich trotzdem töten. So, ich finde es auch gut, dass die gerade hier nicht auf mich gehen. Ja, nice, ey. Schon wieder ein Doppelkill. Schon wieder nicht von mir. Aber ich glaube, der Hans hat Player für Game gekommen dadurch. Okay, nicht, Anna, nicht, bitte nicht sterben hier. Was ist hier oben wieder? Wieder ein Farrah. Ja, die Farrah kommt wieder gleich. Dann bin ich hier schon mal bereit. So, hier unten ist auch eine May. Oh nein, oh nein. Ah, kriegt er es noch? Ah, kann er? Ne, der kann nicht fliehen. Das heißt, wir müssen jetzt alle den Hanzo rennen. Ja, nice, ey. Wir haben alle Hanzo gerettet. Ich weiß auch nicht, wieso. Das war ein guter Team. Wow, wow, wow. Team, oder? Okay, hier, Farrah. Ja, die hat wahrscheinlich hier... Oh nein, oh nein. Okay, nice. Eine Ultimate habe ich schon mal geblockt. Das fand ich ganz nice. So, aber ich will dann jetzt nicht unten die ganze Zeit rumcruisen. Was? Ist hier irgendwas? Ne, ne, ne. Perfekt. Und da ist jemand bei der Fracht. Das finde ich nicht so gut. Und die zweite Ultimate halb geblockt. Das ist nur halb. Halb ist auch nicht so gut jetzt, aber egal. Ich wollte eigentlich einfach nur hier bei der Fracht sein, damit die nicht weiterkommt. Ne, Zaya? Ah, ja, die Zaya ist auch leider nicht die schlechteste. Das finde ich nicht so gut. Und ihren Streik kann ich auch leider nicht blocken. So, und da ist sie weg. Perfekt. Mhm, mhm. Okay, dann ist ja alles gut. Ich würde aber auch gerne mal wieder geheilt werden. Perfekt. Nice, nice. So. Dann warten wir ja mal wieder ein bisschen. Der ist Rissa, okay. Ist aber auch wieder so ein Low-Level-Typ. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich ein, ob das wirklich ein komplett neuer Account ist, oder ein komplett neuer Spieler ist. Deswegen, also ich bin auch misstrauisch. Ah, schade, ich wollte Zaya da mitten in den Dings, Dingsen. Hat halt jetzt aber nicht so richtig Dings, aber egal. Sind ja trotzdem alle gestorben. Und Rissa, mal sehen, ob die jedenfalls treffen kann. Ah, die flieht und die... Ja, okay, ist tot, perfekt. Genau das wollten wir. Also natürlich nicht zu weit nach da gehen. Deswegen gehen wir hier mal hin. Okay. Ist da oben was? Oder wieso? Ja, da ist ein Hanzo. Erstmal Hanzo töten. Hoch. Ja, nice. Habe ihn nach unten gelockt und oh, Hanzo, please. Geht doch nur ein bisschen. Wo ist der Hanzo jetzt schon wieder? Alter, und jetzt nicht ernsthaft, oder? Und da ist er wieder hier unten. Och, nice. Er ist endlich gestorben. Was hat der denn schon wieder hier gemacht? So, mein Einspiel ist bereit, aber die Gegner haben 3 Trillionen Helden, meine Ultimate countern können, komplett. Das ist nicht so wirklich gut, würde ich sagen. Also ist schon ziemlich doof. Okay, nach 60 Sekunden, das können wir schaffen. Ich benutze mein Ultimate, weil es sowieso nichts bringt bei den Gegnern, oder? Huff, hä? Habe ich mein Ultimate nicht benutzt? Hä? Ich habe mein Ultimate nicht benutzt? Moment. Ich habe anscheinend meine Ultimate nicht benutzt. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte echt, ich hätte meine Ultimate benutzt. Weil tatsächlich habe ich die noch, die Ultimate. Das ist ja komisch. Na gut. So, da ist natürlich ein blöder Drache jetzt. Egal, ich gehe da trotzdem einfach durch. So, Reinhard könnte ich ja ein bisschen töten oder nerven. Töten nicht direkt, aber nerven natürlich schon. So, Reinhard, geh mal weg. Reinhard, geh mal weg. Ja, nice. Reinhard achtet gerade nicht auf die May, die ihn gerade einfriert, oder? Doch. Jetzt achtet er da halbwegs drauf. Na gut. Okay.
Kann noch rein ein bisschen wegstoßen. Nein, nein, nein. Oh, das finde ich nicht nice. Vor allem nicht, dass ich jetzt... Okay, nein, oh, ich habe meine Ultimate schon wieder nicht benutzt. Finde ich nicht so gut, aber ich... Oh, ich werde gerettet. Nice, ey. Und jetzt Verlängerung. Jetzt müssen wir hier noch den Punkt ein bisschen halten. Also ich halte die mal ein bisschen hier auf. Der Hanse trifft gerade mich zum Glück nicht. Okay, Leistung verstärkt, meinetwegen. Deswegen schnell in mein Mech. Schnell, also sowas von schnell in mein Mech. So, und jetzt könnte ich meine Ultimate auch benutzen. Und... Nice, ey. Noch einen Soldier getötet, aber mehr auch nicht, leider. Also Hanzo und Mudo und alle anderen nerven immer noch. So, Hanzo, geh mal weg. Hanzo ist tot. Nee, nicht. Ja, Hanzo ist tot und ich wurde früher hoch. Oh, nice, das hat mich nicht getroffen und deswegen haben wir gewonnen. Das war nice, das war eine schöne Runde. Also, ja, das war wohl nur Glück, dass sie den ersten Punkt direkt eingenommen haben. Fand ich ganz gut, fand ich ganz nice, perfekt. Und unser Hanzo hat sogar Player für Game bekommen. Was hat er so gemacht? Ah ja, da, die Stelle, die weiß ich, da wollte ich ja hier sein, auch ein bisschen reindingsen. Aber na gut, hat ja auch so funktioniert. Und dann habe ich den Rainer auch bemerkt und genervt und dann, ja, perfekt. Fand ich ganz gut, fand ich ganz schön. Ja, und dann würde ich schon sagen, was das schon von dieser Folge von Overwatch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.